Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Und das machen wir wie immer mit Thorsten Helb. Ich freue mich sehr, dass er heute Morgen dann entsprechend hier mit uns die Veranstaltung macht. Und freue mich auch, dass so viele hier wieder live dabei sind und natürlich auch hier das Feedback, das Bild und Ton okay sind. Sehr gut, das freut mich. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns wie immer zunächst einmal den Risikohinweis an, denn auch dieses Webinar dient ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ganz wichtig, bitte treffen Sie Ihre eigene Entscheidung und nehmen Sie diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, das ist ganz wichtig. Okay, ja Thorsten, gestern Abend gab es eine Kursexplosion. Die Fed hat dem Markt endlich das gegeben, was der Markt wollte. Und ich bin mal gespannt, wie der Fahrplan für heute aussieht. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Ich hoffe, der hier ist richtig. Ja, wir sehen ja. Die Plattform. Gut, ist ja immerhin schon mal was. Also auch von mir erstmal guten Morgen. Eins vorweg, ihr habt heute rechtzeitig wieder Schluss. Ich werde mich heute kurz fassen. Und ich habe ganz bewusst gestern schon bei unserer Gruppe die Kamera ausgelassen. Das Elend will ich euch echt nicht zumuten. Mich hat es vor 14 Tagen hingeledert und ich bin jeden zweiten Tag der Meinung, okay, bin durch, jetzt wird's besser, alles gut. Und einen Tag später fällt es genau in das Gegenteil. Einer aus unserem Team früher hat immer zu mir gesagt, siehst aus wie von der Katze rumgeschleppt. Und genauso fühle ich mich auch. Nelson hat es gerade auf den Punkt gebracht und sagte, wir hatten gestern Abend eine Kursexplosion im DAX und im Euro. Die Aussage teile ich. Der Nelson hat eben auch gesagt, wir haben oder mit der FED-Entscheidung wurde der Markt auch in die richtige Richtung gebracht oder in die Richtung gebracht, die der Markt gerne wollte. Diese Meinung teile ich nicht. Weil meine Richtung ist in der Regel eine andere. Ich heiße nicht umsonst mit Spitznamen Shorty. Und es ist, wer weiß noch welche, als wir unten bei 14.600, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 14.600, dort sind wir gestartet, also grob gerundet. Dort sind wir gestartet am 30. Oktober. Am 30. Oktober hatten wir dort unten die Eröffnung. Ich glaube, der 30. war ein Sonntag. Wenn mich alles täuscht, war die Eröffnung Sonntagnacht bei 14.636, 14.638. Irgendwo können wir nachher gerne mal nachgucken. Seitdem sind wir durchgezogen in einem Rutsch nach oben in total verrückten Zeiten, was man ja nicht vergessen darf. In der Ukraine tobt der Krieg. Der Schauspieler aus Kiew schlägt jetzt zwischendurch zurück, haut mal irgendwo mal in so ein paar Kraftwerke, in so ein paar Öllager auf russischem Boden auch mal ein bisschen was kaputt. Der Gazastreifen wird dem Boden gleich gemacht. Die Leute werden alle in eine Ecke getrieben und jetzt kommen die Schleuser, verdienen sich jetzt eine goldene Nase, um an dem Elend zu partizipieren. Wir leben in total verrückten Zeiten. Und dann kommt da gestern bei der FED in dem Protokoll um die Ecke, dass wir wohl dieses Jahr eventuell mit 2 oder 3 Zinssenkungen rechnen können. Das war die einzige Aussage. Und das wirbelt alle Märkte komplett durcheinander. Also bei der 14.600 gestartet sind, wer weiß,
welches Ziel wir als Maximum oben aufgerufen hatten. Wer weiß es noch? Ich stehe ja mit Kollegen, mit analytischen Kollegen in Kontakt. Gerade in Phasen, wenn man so nicht so sauber weiter weiß, sagt, Mensch, wo ist das Maximum? Wo kann es jetzt überhaupt noch hingehen? Gerade als die 17 dann geknackt wurde, erst das ATH bei 16 schießt mich tot, dann die 17 geknackt wurde und dann immer weiter, immer weiter. Viele Grüße nach Warna. Mein lieber Stilian, du hast vollkommen recht. Ziel, das Maximale oben in für diese Rallye war die 18.200, auch wenn keiner wahrhaben wollte, also ich jedenfalls nicht, dass das in einem Rutsch durchgeht. Jetzt haben wir sie gesehen. Okay, aber DAX hinten an. Wir haben beschlossen, hier morgens einen Tagesfahrplan festzulegen, um Leitplanken für den Tag zu haben. Und da will ich mich einfach auch meinem Zustand geschuldet nicht da drinne verlieren, große Spekulationen zu machen. Das könnte jetzt, wenn und wenn dann nächsten Monat Zinssenkung, da könnten sich jetzt die Märkte drauf vorbereiten, das könnten die jetzt einpreisen. Mit 20.100 oder 19.500 oder, oh, wenn das nicht kommt, dann gehen wir doch noch mal zu 15.000. Ich sag mal, ich will es nicht sagen, dummes Zeug, aber ich will einfach mal sagen, was bringt es mir? Macht's mich schlauer? Ja, nein, vielleicht, eher nein. Schauen wir ganz kurz zurück für die, die ja diese Woche nicht dabei sein durften, weil sie ja nicht das Privileg haben, Paternoster-Mitglieder zu sein oder Goldmitglieder zu sein bei uns. Wir hatten vorgestern hier den Plan gemacht, dass wir sagen, okay, wir gehen hier hoch, da machen hier ein neues Hoch und da oben gehen wir kurz an die 78, die hatten wir auf dem Deckel. Da hatte uns unser Roland noch drauf verwiesen. Er hat gesagt, Mensch, 78 wäre ein schöner Short-Zeitpunkt, den wir auch für gestern ebenfalls festgehalten hatten. Vorgestern hat der Lauf erst hier hoch und dann nach unten nicht funktioniert. Er ist direkt nach unten durchgegangen, hat aber dann ab Mittag die ganze Nummer wieder zurückgemacht. Und gestern früh standen wir genau da, wo wir vorgestern auch standen. Nämlich genau in dem Bereich 10865. Das heißt, die ganze Bewegung, die er nach unten gemacht hat, die hat er auch wieder zurückgemacht. Ist dann gestern Morgen herumgeeiert. Und ich weiß nicht, kann man diese rote Linie hier erkennen, diese kurze rote Linie hier? Kann man die sehen? Also ich sehe sie. Das ist gut. Der Nelson hat seine Brille geputzt am frühen Morgen. Wenigstens einer. Aber das macht der Nelson immer. Der hat nämlich Angst, dass ich nachher wieder anrufe und die Marken abfrage. Dann wiederholen Sie bitte alles. Ich hab gelernt in der Zeit. Siehst du? Mein Lieber, weißt du eigentlich, dass wir im 8. Jahr hier sitzen? Es kommt mir vor, wie schon 16. Ja, ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, wir haben genau jetzt im März vor 8 Jahren haben wir beide das erste Webinar gemacht. Haben wir die kritische Marke ja überstanden, hör mal. Kann ja nichts mehr schiefgehen jetzt. Nee, genau, wie eine kleine Ehe. Haha. Und ich höre dir immer noch nicht zu. Ja, genau. Nicht. So ist es. Gut, dann hoffen wir, dass wir das in den nächsten 8 Jahren hinkriegen. Also, wir haben gestern Morgen gesagt, wir haben die Hauptvariante haben wir von vorgestern übernommen und haben gesagt, ideal wäre es hier 76, 78 bis hier hoch, hier,
und hier oben zu shorten. Nebenvariante, aber genauso gut möglich. Einmal kurz über die 70 gucken und dann runter und weg. Dieser Bereich umfasst hier 13 Punkte von zwischen der 70 und der 57 und damit hatten wir hier einen Sperrbereich. Und wir haben gestern Morgen festgelegt, unter 1,0863 Shorts nach Euro pro möglich, aber die Sperrzone beachten. Die Sperrzone hat immer so lange Gültigkeit, bis sie einmal kurz verlassen wird. Im Webinar gestern Morgen hier war sie nicht verlassen. Dieser kurze Auswurf hier oben bis zur 71,8, der ist exakt 10 nach 9 erfolgt. 10 nach 9, hier um 9 Uhr die Eröffnung, ganz kurz oben raus, Umkehr und dann ging die Rutsche runter. Auch meinem Zustand geschuldet. Gestern Morgen dann direkt bei der 70, das gucken wir uns gleich an, direkt bei der 70 geschortet und habe allerdings dann die Position noch bei der 55 geschlossen mit 15 Punkten. Direkt als er diesen Wurf hier runter und wieder zurück, habe ich meine Nummer direkt rausgeschmissen. 15 Pips Tagesziel, das sollte auch in Ordnung sein. Wir schauen uns diesen Bereich hier einmal im M1 an. Dann kann man die Geschichte besser erkennen. Noch mehr da. Im M5 sah es eben etwas anders aus. Da haben wir nur die eine Kerze gesehen, die blau draußen geschlossen hat und die nächste eröffnet und direkt nach unten. Im M1 kann man diese Geschichte viel sauberer erkennen. Wir sehen hier um 10 nach 9 kurz den Ausbruch. Da ist es ein Steckenpferd von mir. In der Regel zwischen 9 Uhr und 9 Uhr 10 oder 9 Uhr und 9 Uhr 15 nicht unbedingt eine Position zu eröffnen, aber danach schon. Und danach der klassische Verlauf. Hier eine Kerze draußen, zweite hier. Man erkennt hier oben sauber die Schwäche. Diese Kerze hier, die schließt wieder unterhalb vom Zielbereich. Zielbereich 1,08,70,7. Kerzenschluss 70,6. Darunter geschlossen. Dann haben wir die Position eröffnet. Genau bei der 70, ich jedenfalls. Runter, der Lauf nach unten. Kurzer Rücklauf. Da Zielbereich bestätigt. Und dann ging es in einem Rutsch hier nach unten durch und bei der 55, da komm her, da ist die 55, genau da habe ich dann die Position geschlossen. Was will ich damit sagen? Es gibt für mich kaum was Wichtigeres, als morgens einen Plan für den Tag zu haben. Wenn wir den nicht haben, werden wir den ganzen Tag im Chart sinnlos rumstochern. Und in diesem Rumstochern werden wir Fehler machen. Okay, jetzt kam gestern Abend dann, guckt euch mal den Verlauf hier an, ne? Hier Zielbereich kaputt gemacht, einmal durch, zurück, bestätigt, zack, nach unten durchgereicht, an den Zielbereich, zurück, bestätigt, um dann direkt sogar noch runterzulaufen bis zur 37. Ich weiß, unser Rupert hatte gestern dann geschrieben, er zieht nur den Stop nach. Ich weiß nicht, ob Rupert hier ist, aber vielleicht kann er mir jetzt mal erzählen, wo er dann ausgestiegen ist oder wo es ihn dann, wo er seine Position geschlossen hat. Die Idee, nämlich das Ding nicht durchfallen zu lassen bis unten, nicht zu schließen, so wie ich, ist ja in solchen Fällen gar nicht so schlecht, wenn man nach so einem Lauf hier diese Geschichte hier runter und wieder zurück, wenn man hier die Möglichkeit hat, sein Tagesziel abzusichern. Das ist ja bei uns völlig unterschiedlich. Der eine hat ein Tagesziel von 6 Punkten, der andere hat eins von 15. Wenn man hier nach so einem Rutsch die Möglichkeit hat, den Stop auf sein Tagesziel zu legen,
Mal angenommen, man ist bei 70 rein und hat ein Tagesziel von 10 Punkten. Okay, hopp oder top, Zielbereich hier unten kaputt. Ich lege mein Stop auf die 60, weil mein Tagesziel 10 Punkte umfasst. Dann liegt der SL hier. Und dann kann ich ihn danach immer nach Markttechnik weiterziehen. Danach auf die 53, dann hier unten an den Zielbereich, hier den Rücklauf, hier ein neues Tief und demnach könnte man nach Markttechnik das Ding laufen lassen bis zu 45. Da unten an den SL hin und dann läuft er sogar bis zu 45, hat man nicht nur 15, sondern hat man sogar 25 Punkte. Okay. Soweit, so gut. Gestern Abend dann der Zinsentscheid, den man hier sieht. Und damit hat es hier gestern Punkt 20 Uhr einmal ganz kurz die Geschichte wieder umgedreht. Wieder zurück, die Hochs hier oben bei der 78 sogar zerlegt, wieder zurück hier runter. Um dann während der Protokollverlesung hier nach oben zu explodieren. Hieraus lese ich zwei Sachen. Die eine Sache heißt für mich, wir hatten ja die Pressekonferenz bei der Fed hatten wir gestern in den USA. Rein logisch für mein Marktverständnis. Wenn ich auf dem Tomatenmarkt bin und da schreit ein Und da gibt es Tomaten und da gibt es Gurken. Und da schreit einer, du, pass auf, in 3 Stunden werden die Tomaten schweineteuer. Da wird der Preis für die Tomaten explodieren. Dann ist es eher wahrscheinlich, dass die Leute alle Tomaten kaufen. Wie blöd. Weil sie wollen sie ja noch günstig erwischen. Die Gurken werden dann außer Acht gelassen, weil die Meldung betrifft ja die Tomaten. Hier gestern FED-Sitzung in den USA. Das heißt, alles, was wir gestern Abend gesehen haben oder gehört haben, der ein oder andere hört sich ja sogar das Gequatsche an. Kleinen Augenblick mal, ich muss immer ganz kurz den Ton klauen. So, wieder da. Wenn wir in den USA einen Zinsentscheid haben oder ein Protokoll über einen Zinsentscheid lesen, welche Währung müsste denn diese Geschichte betreffen? Wenn wir jetzt mal bei den Tomaten und bei den Gurken sind, die Tomaten sind der Euro-US-Dollar und die Gurken, passt ja auch zu Berlin. Die Gurken ist es der Euro. Es müsste in dem Fall den Euro-US-Dollar treffen. Und wenn die Zinsen gesenkt werden oder eine Aussicht gestellt wird, sollte es die Währung aus meiner Sicht normal, sollte es gut sein für die Währung, weil sinkende Zinsen sind gut für die Wirtschaft. Gute Wirtschaft heißt auch eine starke Währung. Würdet ihr es so unterschreiben? Wäre für mich jedenfalls eine logische Denkweise. Und was passiert? Hier wird darüber gelabert. Erst bleiben die Zinsen so, da wird nichts dran geändert. Das ist diese Kerze. Oh, die Zinsen bleiben so, wie sie jetzt sind. Super. Und schon schwächt es den Dollar und stärkt den Euro, weil der Euro-US-Dollar steigt. Dann Pause bis 8:30, dann kommt in dem Protokoll, wird dann verlesen oder wird dann bekannt gegeben, dass man mit Zinssenkung rechnen kann. Zack, will ja eigentlich heißen, okay, hier, die Zinsen bleiben auf dem gleichen Niveau, das macht den Euro stark und schwächt den Dollar. Sage ich mir im Kopf, okay, so weit, so gut. Dann heißt es, die Zinsen werden Mai, Juni, April, Mai oder Juni irgendwie in diesem Bereich werden sie gesenkt. Dann heißt das für mich ja eigentlich, oh, jetzt, das sollte aber jetzt den US-Dollar stärken.
Was macht es? Es schwächt den US-Dollar wieder und stärkt den Euro. Und da frage ich mich, welche Kräfte sind dort unterwegs, wenn alles so konträr läuft? Das ist einer der Punkte. Ja? Nur eine kleine Meinung oder Ergänzung von mir. Tatsächlich ist es so, dass Währungen den Zinsen folgen. Das heißt, wenn die Zinsen nicht gesenkt werden, ist es ja eigentlich gut für die Währung. In dem Fall ist es ja in Aussicht gestellt worden, dass die Zinsen demnächst gesenkt werden können. Und das ist wiederum bärisch für den US-Dollar. Danke. Bin ich in einer gewissen Form sogar bei dir? Bei den letzten Zinssteigerungen, deswegen habe ich das gerade wiederholt, aber gut, dass du mich darauf hinweist, bei den letzten Zinssteigerungen wurde es ähnlich von Analysten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sogar genau andersrum begründet. Deswegen habe ich das jetzt einmal wiederholt. Und was ich dort aufgegriffen habe und was auch, ich habe das wiederholt, was die Denke von vielen im Markt ist, die nämlich ähnlich denken, so wie ich und ich oder also ich sag mal, wo ich hinkommen will, ist, dass mir die Inhalte von den News in der Regel keine oder den Inhalten von den News messe ich keine so große Bedeutung bei. Sagen wir mal so. Wir haben es ja hier konträr. Hier heißt es erst, die Zinsen bleiben auf dem Niveau. So, dann steigt der Euro und es schwächt den Dollar und dann heißt es, die Zinsen werden gesenkt. Wir haben ja hier im Grunde genommen die eine Nachricht, dass wir hier auf dem Niveau bleiben. Erstmal. Dann wird der US-Dollar schwach oder der Euro stark. Dann heißt es, die Zinsen werden gesenkt, wenn die gesenkt werden. Und die Währung folgt den Zinsen, das heißt schwächere Zinsen, auch schwächere US-Dollar. Das würde die Bewegung hier ja begründen, aber die hier nicht. Das meine ich damit. Es läuft oft so konträr und warum ich die Inhalte von den News einfach nicht berücksichtige. Die sind mir ziemlich, also mir ist es zu suspekt, da irgendwelche Rückschlüsse draus zu ziehen. Was nachvollziehbar ist, das ist natürlich für die Märkte von den Indizes, wenn Zinssenkungen in Aussicht gestellt werden, dass dann die Indizes explodieren, das ist in der Regel normal. Das ist bei jeder Zinssenkung ja auch passiert. Immer wenn die Zinsen gesenkt wurden, dann sind die Indizes wie Dow und wie DAX auch explodiert. Okay, wir müssen aber jetzt hier was draus machen für heute. Und wir haben da diese Geschichte die letzten Tage hier benutzt, wo wir hier die 10905 als Startmarke hatten, was ich gestern Abend sogar noch toleriert hätte, nach dem Muster C gleich A, da, A und dann C nach unten weg. Im Toleranzbereich wäre gewesen für mich, was ich hier mache, ist ja, dass ich meine Sichtweise nur offenlege. Wenn er gestern mit dieser Kerze, mit diesem Move einmal ganz kurz über die 10905 oben drüber geguckt hätte, von mir aus sogar bis zur 10910 und dann hier oben einen Docht gebastelt hätte, weil dann wäre C nochmal neu hier oben gestartet. Hiermit hat er jetzt erstmal alle Muster zerlegt, die er zerlegen konnte. Damit können wir diesen Fibo hier erstmal entfernen. So, der kann schon mal raus.
Muss ich noch gucken, wo ich den anderen finde. Wir haben noch einen drinne, aber den finde ich auch unter Objekte. Da. Nimmt er mir den jetzt raus hier? So. Und damit haben wir, zack, die letzte Abwärtsbewegung hier komplett kaputt gemacht. Wir haben nicht nur hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben nicht nur die zweite Bewegung bis unten nicht vollständig gemacht, sondern wir haben hier ein nachlaufendes Tief am gestrigen Nachmittag, hier unten mit vielen Unsicherheitskerzen, und wir haben diese Hochs hier mit dieser Kerze zerlegt, wir haben diese Hochs mit dieser Kerze zerlegt und wir haben diese Hochs mit dieser Kerze zerlegt. Und wir haben nach oben als nächstes Ziel erstmal die 1059 aus der letzten Abwärtsbewegung. Die 1059 müssen wir oder sollten wir uns für heute daraus errechnen. Danke für den Hinweis. Hier unten, den habe ich gestern nicht beachtet, auch nicht gesehen. Wir haben hier unten die 10835. Und man darf mir widersprechen im Euro, habe ich überhaupt kein Problem mit. Und Nelson darf fast alles. 10835 bis zur 10872 sind über den Daumen runde 40 Punkte. Und wenn wir die von hier unten da drauflegen, so, dann landen wir wo? Wenn wir diesen Doppelboden nehmen, hier, dann landen wir hier oben exakt bei der 10910. Ich habe diesen Doppelboden gestern nicht berücksichtigt, weil ich ihn, wie gesagt, Punkt A nicht auf dem Schirm hatte. Aber diese Bewegung hier, die hier nach oben dupliziert, wäre exakt bei der 10910 gelandet, die ich aus anderen Gründen auf dem Schirm hatte, nämlich dass die Stops hier oben nochmal abgeräumt wurden. Das Ziel war exakt hier genau in diesem Bereich, auch an der Fibo-Clusterung aus dem H1. Okay, Ziel haben wir jetzt gesagt, oben die 10950, die sollte, nachdem wir dieses Hoch hier rausgenommen haben, als erstes Ziel auch angelaufen werden. Damit sind wir für den heutigen Tag aus meiner Sicht erstmal bullisch unterwegs, was aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht direkt erfolgen wird, sondern wir sollten hier entweder wenigstens dieses Tief vorher rausnehmen, wenn nicht sogar, wenn wir hier hoch wollen, da oben das Ziel bei 54 ist der Zielbereich, bis zur 50, 53 hier diesen Bereich. Ich lege die Linie auf die 50. Da. Das hier wird mein Zielbereich für Longs. Zielbereich für Long-Positionen. Bis da oben hin. Und der Verlauf, da wir long sind, sollte der Verlauf so hier erfolgen in Blau.
Ich zeichne es ganz bewusst auch in Blau. Mann. 2 Wochen Frühlingsgrippe ist er zum Kotzen. Ja, Und dieses dann Jahr ist alles warum? hartnäckig mit diesen Krankheiten. Das kann ich nur bestätigen, auch hier bei meinen Kindern. Ist einfach grauenvoll. Unsere Kinder hatte es erwischt vor, das kann ich, vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen. Christoph, der hat fast 3 Wochen damit angesessen. Und es ist so, also ich fühle mich so grauenvoll, einen dicken Schädel, die Augen gequollen und die Nase dicht. Ich schmecke kaum was. Es ist scheißegal, ob du mir ein Steak oder Fisch auf den Tisch packst. Schmeckt beides. Vermutlich noch Fisch, das merkst du nur an der Konsistenz. Es ist einfach zum Kotzen. So. Hier einmal runter, eventuell sogar bis in diesen Bereich, um dann von hier unten nach oben durchzustarten. Und ich würde in diesem Fall diesen Bereich hier unten, ich muss das heute ein bisschen grober machen, ja, da in diesem Bereich Long Position suchen. Da fehlt ein N. Da Einstiegsbereich für Long Positionen. Ja, machen wir noch ein bisschen sauberer. So ungefähr kann der Verlauf sein. Das heißt, wenn wir jetzt hier hochgehen, ich lege hier noch eine Linie hin, dahin. Und schreibe das auch noch dran. Bei Rückläufen ab hier Short bis 1,0925 circa. Ach so, ist ja Short, lassen wir auch rot, genau. So, das heißt, wenn wir hier runterlaufen, dann zurück, kann man hier ab diesem Bereich mit engem Stop, das heißt mit Stops hier oben drüber, mit engen Stops diese Nummer von hier oben nach unten durchhandeln und hier unten diese Position drehen. Ich schreibe das auch noch dazu. Short Positionen kann man hier drehen. Okay, ist das verständlich? Ja, ich knipse das. Klar knipse ich das. Zack, da haben wir es auch geknipst. Und da haben wir den Tagesplan. So. So, jetzt habt ihr hier auf jeden Fall im Euro einen Tagesplan. Ich habe gestern Abend bei der 10882, hat man eben gesehen, ich möchte da noch einmal drauf eingehen, da
Als er diesen Move hier nach oben gemacht hat, hier bei diesem Rücklauf, hier habe ich gestern bei der 1,0882 sogar nochmal geschortet. Gestern, nachdem er diesen Lauf hier oben unsere 78 kaputt gemacht hat und dann zurückgelaufen ist, habe ich ab der 82 erneut geschortet. Wo war bei dieser Short-Position von der 82, wo war da gestern Abend mein Fehler? Was hätte ich gestern da machen müssen, machen können, machen sollen? Ich nehme euch die Entscheidung ab. Müsst ihr nicht so viel tippen. Ich habe den SL mit dieser Kerze nur BE gezogen, weil ich mein Tagesziel drin hatte und hätte viel weiter den SL nachtreten müssen. Und so ist die Position gestern hier nachher BE rausgeflogen. Genauso wie meine DAX-Position gestern rausgeflogen ist, die auch teuer war. Okay, Tagesplan soweit klar für euch? Kann man damit was anfangen? Kurzes Ja, nein, vielleicht. Okay. Dann schauen wir mal danach, wie es wird. Ich werde mal versuchen, danach, wenn das durch ist, hier heute Abend oder so, wenn dieses Setup gelaufen ist, zu diesem Video noch ein kurzes Video da machen, was da hinterher gelaufen ist. Die Auflösung, wie es gelaufen ist und wie wir es gehandelt haben, findet ihr dann eventuell im Anhang als dieses Video, das ich hochladen werde, oder ich werde es eventuell sogar bei uns im Paternoster Club oder in unserem Kanal Forex Pro auf Facebook kommunizieren. Okay, damit sind wir im Euro durch. Hier sind wir exakt da, wo wir hin wollten. Und hier sagt der Papa nochmal, er lässt die Finger davon. Wir haben gestern früh gesagt, wir haben zwei Möglichkeiten für Shorts. Long sind für mich immer noch ausgeschlossen. Ich komme hier mit keinem vernünftigen CRV zurecht. Wir haben gestern früh hier festgelegt, wir haben zwei Möglichkeiten für Shorts. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier reingeschrieben habe oder da. Wenn im DAX Shorts, dann, da haben wir es stehen. So, wenn im DAX Shorts, dann entweder ab der 18.000 oder ab dem ATH, Entspannung wohl erst ab 20 Uhr. Hätte ich 19 Uhr schreiben müssen, aber ich bin im Kopf immer noch im Winter. Diese Nummer habe ich gestern dann auch genutzt, habe sie auch kurz vor den News genutzt, in der Nähe vom ATH. Komm her. Da. Das ATH war genau hier an der 40 und an der 40 habe ich dann kurz vor den News auch die Nummer genutzt und dann gab es mit dem Move hier nach oben eine auf die Nuss gestern Abend und deswegen halte ich mich hier im DAX auch zurück. Long kann ich nicht, Short habe ich noch keine Setups und deswegen ist der DAX für mich nicht so relevant. Ich versuche meine Schäfchen im Euro-US-Dollar nach Hause zu bringen. Im Euro-US-Dollar fühle ich mich zu Hause, den ich sag mal, in Gänsefüßchen bewusst beherrsche ich besser im kurzfristigen Bereich und dort hole ich mir meine Brötchen zum Frühstück und meine Butter für den Kühlschrank. Und mit dem DAX verdiene ich mir meinen Schnaps und auf den Schnaps kann ich auch mal gut verzichten. Und deswegen werde ich mich wahrscheinlich jetzt um meine liebe Frau kümmern. Wir werden gleich zusammen frühstücken und wünsche euch damit hier einen hoffentlich erfolgreichen Tag, eine Leitplanke oder Leitplanken und habe ich euch hier mitgegeben. Ich hoffe, die helfen euch heute über den Tag im Euro-US-Dollar. Und wir haben ja dieses Webinar hier
von letzter Woche auf diese geschoben, weil letzte Woche ging in meinem Schädel überhaupt nichts. Da hatte Wolfgang oder Nelson hatte das schon auf diese Woche geschoben. Ich glaube, planmäßig sind wir sogar nächste Woche wieder da. Dann sehen und hören wir uns hier sogar in der großen Runde wieder mit den Jungs von FX Flat. Und ich hoffe, ihr könnt meine Denke hier etwas verstehen, auch wenn sie nicht immer mit der allgemeinen Meinung konform geht. Und wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Um Nelson vorzugreifen, passt auf eure Positionen auf und sagt Tschüss, Tschüss, Moin, Moin, euer Thorsten. Und widersprechen ist sogar erwünscht. Wenn jemand was sieht, was ich nicht sehe, bin ich sogar dankbar dafür, wenn ich sowas kriege, weil dann kann ich mir das anschauen. Wenn ich gestern Abend den Tipp gekriegt hätte, guck mal, hier haben wir im Euro jetzt einen Doppelboden, den könnte man noch longen, dann hätte man das vielleicht sogar anfassen können. Damit sage ich danke, schönen Tag, tschüss, tschüss, moin, moin. Ja, vielen, vielen Dank, Thorsten, dass du mit uns da trotzdem hier aufgrund deiner Situation gesundheitlich mit uns das, die Veranstaltung trotzdem gemacht hast. Also vielen Dank, weiß ich sehr zu schätzen. Und ja, wünsche euch noch schöne Tage mit der Familie, ein schönes Wochenende, ein verlängertes und werd wieder schnell gesund. Trinkt für mich einen mit auf die nächsten 8 Jahre hier zusammen. Und Ja, mein Lieber. Ansonsten natürlich vielen Dank an alle, die dabei waren. Wünsche natürlich auch einen erfolgreichen Tag und morgen auch. Ja, meine Sprüche hat der Thorsten jetzt schon vorweggenommen, aber so ist das tatsächlich gemeint. Passt auf euch auf und auf eure Position. Und wie Thorsten gesagt hat, sehen wir uns oder hören wir uns dann wieder. Für dich immer wieder gerne. Und ich habe mir jetzt gerade hier ein Bild von vorgestern in die Finger gefallen. Jetzt wisst ihr, warum ich auch so drauf achte und so drauf brenne, wieder fit zu werden. Der Kumpel kommt mich langsam wieder besuchen bei uns. Der hat vorgestern die erste Runde um meine Kamera gedreht und sucht jetzt ein Weibchen. Also wir werden euch eventuell sogar die nächsten Tage auf Facebook oder so sogar mit ein paar Bildern von dem Kumpel hier, wenn er anfängt zu brüten, beglücken. Also, er sucht ein Weibchen und kommt dir näher. Okay, lassen wir so Ja. stehen. Du bist doch aus Köln. Du musst doch wissen, wie das funktioniert. Ja, wie gesagt, lassen wir so stehen. Also, Dankeschön Genau. und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.